Im heutigen Puls geht es nicht um Kälte. Und das ist auch kein Winterwandergrüppli. Das sind alles Leute, die sagen, dass sie schlimme Erfahrungen mit Narzissten und Narzisstinnen gemacht haben. Jetzt steht hier der Hocker drauf. Ich würde sagen, legen wir los. Bitte schön. Von der eigenen Mutter emotional erpresst, vom Partner manipuliert und klein gehalten und von den gemeinsamen Kindern verteufelt und für geisteskrank erklärt. Mit so schlimmen Sachen müssen Angehörige umgehen, die einen Menschen im Umfeld haben, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Natürlich sehr schwierig. Ich möchte heute von Ihnen lernen. Wie erkenne ich jemanden, der Narzissmus hat? Und noch viel wichtiger, wie gehe ich mit so etwas um? Im Alltag ist der Begriff Narzisst schnell verteilt. Aber wie erkennt man eine wirkliche narzisstische Persönlichkeitsstörung? Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich kein Narzisst bin. Die Opfer von Narzisstinnen und Narzissten leiden unter deren Manipulationen. Und irgendwann hat er von seinem Handy aus meinen Eltern geschrieben, ich sei geistesgestört und ich müsse in eine Klinik. Betroffene und Therapierende wollen aufklären. Narzisstische Personen sind in der Kommunikation stark. Sie haben ein sehr, sehr überzeugendes, auch oft ein sehr gewinnendes Auftreten. Und dann wird einfach geglaubt. Theoretisch könnte man Narzissten behandeln, aber... Es gibt keinen Narzissten, der sagt, ich bin narzisstisch und komme in Therapie. Kein einziger. Ich bin heute im Wald unterwegs mit Menschen, die sagen, dass sie schlimme Erfahrungen mit Narzissten und Narzisstinnen gemacht haben. Sie zu finden, war gar nicht einmal so einfach, weil die meisten bei diesem Thema lieber anonym bleiben wollen. Wir haben jetzt eine Betroffene vor die Kamera holen und haben auch Mühe gehabt, jemanden zu finden, der dazu bereit ist. Was glaubst du, an was liegt das? Ja, das ist oft so, dass Narzisstinnen und Narzissten mega rachsüchtig sind. Angela Mosimann ist Sozialarbeiterin und Beraterin bei der Selbsthilfe Aargau. Seit 5 Jahren leitet sie die Gruppe für Angehörige von Narzisstinnen und Narzissten, die von Anfragen regelrecht überrannt wird. Das heisst, wenn man sich jetzt öffentlich zeigen würde, hätte da oft einfach eine Konsequenz für die betroffene Person. Entweder gibt es dann Drohungen oder die gemeinsamen Kinder werden mega manipuliert oder es gibt dann einfach irgendeinen eine krassere Auswirkung, wo die Leute einfach Angst davor haben. Ja, Doris, du selber bist auch eine Betroffene, aber du traust dich vor der Kamera. Das ist ja so. Ich finde es wichtig, dass man darüber redet. Doris Bussmann hatte eine Liebesbeziehung mit einem narzisstischen Mann. Heute ist sie psychologische Beraterin und Coach. Die ehemalige Polizistin hat viel Erfahrung mit Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Ich bin mit dem Mann geheiratet, ich hatte kein Kind mit ihm. Mir kann nichts passieren. Mhm. Weil es auch genug lange her ist. Genau, es ist eine längere Geschichte, die zurückliegt. Durch ihre eigene Erfahrung hat sich Doris auf die Fahne geschrieben, anderen Menschen zu helfen, die Probleme mit Narzissten haben. Und wohin solche Probleme führen können, zeigen die Beispiele von Menschen, die Doris als Coach betreut. Doris Bussmann weiss aus eigener Erfahrung, was Narzissten anrichten können. Sie kündigte ihren langjährigen Job als Polizistin und coacht seither Narzissmus-Betroffene. In akuten Situationen macht sie auch Hausbesuche. Heute braucht, wir nennen sie Karin, Doris Bussmanns Unterstützung. Ja, hi Karin. Sali, willkommen. Hi. Schön, dich zu sehen. Karin will anonym bleiben, weil sie mit ihrem Partner noch zusammenlebt. Wie geht es dir? Es hat eine ganz neue Situation, gell, bei dir jetzt gerade ergeben. Ja, es geht mir nicht so gut. Bin sehr erschöpft und leer. Derzeit versucht sie, sich von ihrem Freund zu trennen. Nach der verliebten Anfangsphase folgte die Abwärtsspirale. Das Entwerten ist losgegangen mit Bloßstellen, indem er mich blöd angestellt hat. So als wäre ich ein bisschen doof. Blöd, ein bisschen langsam. Im Sinn von, ich verstehe nicht, was er sagt. Er müsse mir alles zehnmal erklären. Und wegen dieser permanenten Entwertung ist mein Selbstwertgefühl immer kleiner geworden. Ich bin so entwertet und klein gemacht worden, dass ich mir in einem Sekundenbruchteil überlegt habe,
gegen einen Baum zu fahren, damit das ganze Elend ein Ende hat. Also die Fachleute sagen, wenn man sich nicht befreien kann, man kommt immer mehr psychologisch unter die Räder und der Körper von psychosomatisch reagieren. Das kann schwerste Erkrankungen geben, bis Burnout, Herzinfarkt, Psoriasis, Magen-Darm-Problem und. Man weiss, es kann suizidiale Reaktionen geben oder man landet oft in einer psychiatrischen Klinik. 9-mal schon versuchte Karin, ihren Partner zu verlassen. Erfolglos. Für Außenstehende schwer nachzuvollziehen. Es ist eine totale Suchtbeziehung. Das heisst, man ist in einer Co-Abhängigkeit. Also ich nähre mich am Narzisst und er nährt sich an mir. Und das ist eigentlich gleichzustellen wie eine Drogen- oder Alkoholsucht. Und aus der kommt man nicht einfach von heute auf morgen raus. Man hat am Anfang das Gefühl, wenn ich gehe und die Türen hinter mir zumache, dann ist alles gegessen. Nein, erst nachher kommt die grosse Bergtour. Viele Betroffene sind nicht nur emotional, sondern auch finanziell von ihren narzisstischen Partnern abhängig. Doris Bussmann hilft auch, wenn es zum Rechtsstreit kommt. Sie klopft an die Türen der Ämter und fordert Antworten von den Beamten. Denn diese hätten oft weder Zeit noch das nötige Know-how, um die Muster von Narzissten zu erkennen. Eine weitere Klientin, Nicole, konnte davon profitieren. Guten Morgen, Nicole. Hoi Doris. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Ja, soweit gut. Ich verstehe einfach nicht, warum ich immer noch nichts gehört habe. Das ist für mich... Von wem nichts? Vom Strafverfahren, von der Staatsanwaltschaft. Es ist immer noch hängig, seit Jahren. Und das ist für mich unerklärlich. Zuerst war Nicoles Ehemann für sie die große Liebe. Dann fingen die kontinuierlichen Abwertungen und Manipulationen an. Bis er sie zu Hause einsperrte, von ihren Freunden isolierte, schlug und ihre wütenden Reaktionen heimlich aufzeichnete. Und irgendwann hat er von seinem Handy aus meinen Eltern geschrieben, ich sei geistesgestört und ich müsse in eine Klinik. Und er hat Videos und Audios, die er von mir gemacht hat, meinen Eltern weitergeleitet. Mit solchen Methoden gelang es Nicoles Partner, sie schlecht darzustellen. Weil sie emotional reagierte, schien sie weniger glaubwürdig als er. Damit konnte er auch bei der Behörde punkten. Das passiere vielen, sagt Doris Bussmann. Narzisstische Personen sind in der Kommunikation sackstark. Sie haben ein sehr, sehr überzeugendes, auch oft ein sehr gewinnendes Auftreten. Und dann wird einfach geglaubt. Wo sind wir bei den Kosten? Mittlerweile habe ich Kosten von über 150'000 Franken. Es ist tatsächlich so, dass ich im Moment nur am Löcherstopfen bin. Ich muss schauen, dass ich durchkomme überhaupt. Und ja, dass der Kühlschrank gefüllt ist und es mir auch nichts fehlt. Die Kosten für Anwälte und verzögerte Verfahren summieren sich, weil Nicole seit Jahren vor Gericht um ihr Recht kämpft. Häufig sind ja das Personen, die betroffen sind, die nicht geschafft haben oder nicht haben dürfen arbeiten, vor allem ihr so. Oder wenn dann in einem ganz kleinen Pensum, also sie sind wirtschaftlich nicht gut gestellt. Der ausübende Teil, die Person, die narzisstische Macht ausübt, der ist in einem Vollpensum, hat häufig eine sehr gute Position, durch das auch einen sehr guten Lohn und kann sich das natürlich leisten. Oder? Und da sieht man ja schon das Machtverhältnis. Zurück zu Karin. Doris Bussmann bestärkt sie in ihrem Selbstwert. Er hat dich so klein und abhängig gemacht. Genau. Du bist jetzt wieder an dich am Befreien. Genau, ja. Mit Hilfe von Doris Bussmann wagt Karin die Befreiung. Derzeit sucht sie sich eine eigene Wohnung und schafft damit die nötige Distanz. Für Doris Bussmann bleibt weiterhin viel zu tun. Ihre Arbeit als Coach für Narzissmusopfer liegt ihr sehr am Herzen. Ich habe die Hoffnung, je mehr dass man über das redet und je mehr Personen das geschafft haben und auch sagen, mir ist es auch passiert, ich habe es geschafft, dass das Mut gibt.
Brauchen auch Sie einen Rat im Umgang mit einem Narzissten oder einer Narzisstin? Zwei Psychiater und die Leiterin einer Selbsthilfegruppe ordnen ihre Befürchtungen ein und geben Ihnen Tipps auf srf.ch/puls. Offiziell sagt man, dass etwa 1% der Schweizer Bevölkerung eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Aber weil die Narzissten nur selten eine Diagnose bekommen, ist die Dunkelziffer wahrscheinlich gross. 2/3 der Narzissten, das weiss man, das sind Männer, 1/3 sind Frauen. Ein Eindruck von dem, was Narzissmusopfer so erleben, das erhoffe ich mir vom heutigen Gespräch am Lagerfeuer. Ja, wir sind hier versammelt und wir sehen vor allem Frauen, die in der Runde teilnehmen, aber heisst noch gar nichts, weil auch Männer sind betroffen von Menschen, die narzisstisch sind im Umfeld. Peter, du hast auch so eine schlimme Erfahrung gemacht. Ja. Ich habe eine Ex-Frau, die sehr toxisch ist. Peter lebte 12 Jahre mit einer narzisstischen Partnerin. Sie haben 2 gemeinsame Kinder, zu denen er trotz Bemühungen keinen Kontakt hat. Nach einem psychischen Zusammenbruch musste er in einer Klinik behandelt werden. Ja, am Anfang war natürlich alles wunderbar. Und nachher ist es dann immer übler geworden. Ich war allem schuld. Ich konnte mich nicht mehr durchsetzen. Es war alles eine Kritik, wo ich nur meine Ansichten gesehen habe. Und dann ist halt dann immer mehr auch der Kontrollwahn dazugekommen. Und was soll ich sagen, die psychische Zerstörung ist immer mehr gekommen. So. Wenn ihr Peter seine Geschichte hört, könnt ihr euch mit ihm irgendwo auch identifizieren? Ja, also es ist, wie der Peter gesagt hat, wirklich eine Zerstörung vom eigenen Ich, die stattfindet. Katrin war 15 Jahre lang mit einem narzisstischen Mann zusammen. Sie haben 2 gemeinsame Kinder. Er hat verschiedentlich Morddrohungen gegen Katrin ausgesprochen. Die Hoffnung, dass der Mensch eines Tages verstehen kann, was er mit seinem Verhalten anrichtet, sogar an seinem eigenen Kind, eine Illusion ist. Also die Menschen leben in einer selbst kreierten Welt. Und jeder, der nicht seiner Meinung teilt, wird bekämpft. Es geht um ein Kleinhalten, wo man klein gemacht wird. Man wird isoliert. Und es geht um Abhängigkeiten schaffen. Und was passiert denn da mit dieser Abhängigkeit? Was machen Narzissten mit dem? Sie spielen mit ihm und es geht ihm immer schlechter. Man fängt an sich selber an zu zweifeln. Man glaubt selber nicht mehr, was hier geht. Und man ist total isoliert und hilflos und ohnmächtig. Dass ausgeprägte Narzissten oder Narzisstinnen psychischen Schaden anrichten können, weiß auch der Experte der psychiatrischen Dienste Aargau. Er beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Narzissmus. Ja, sie können schon relativ Schaden anrichten. Es kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass sie natürlich gewalttätig werden, aggressiv werden, dass Personen bedroht werden oder missbraucht werden. Und wo es dann ganz wichtig ist, dass die Personen sich auch Hilfe holen, wenn das in dem Maße zunimmt, dass sie sich nicht mehr wehren können. Folgende Verhaltensweisen sind für Narzisstinnen und Narzissten typisch. Am Anfang steht das sogenannte Lovebombing. Dabei wird der andere mit Aufmerksamkeit, Geschenken und Komplimenten regelrecht überschüttet. Das Gegenüber denkt oft, die große Liebe gefunden zu haben. Doch sobald die Partnerschaft gefestigt ist, ändert sich das Verhalten. Durch Manipulationen will er oder sie das Selbstbewusstsein des Gegenübers schwächen. Zum Beispiel durch sogenanntes Gaslighting. Beim Gaslighting nutzen Narzissten Lügen und Unterstellungen, um die andere Person zu verunsichern. Das bildest du dir nur ein. Narzissten verhalten sich teilweise unmöglich, sind aber nie schuld an ihrem Verhalten. Du bist schuld. Beim Silent Treatment bestrafen Narzissten ihr Gegenüber damit, dass sie gar nicht mehr sprechen. Sie möchten so Kontrolle über den anderen erlangen und dessen Selbstwert schwächen. Narzisstinnen sind süchtig nach Bestätigung und Anerkennung, können nie genug Lob bekommen, vertragen aber selbst keine Kritik.
Narzissten sind so auf sich fixiert, dass sie Bedürfnisse anderer nicht sehen. Sie haben kein Mitgefühl für andere, hören nicht zu und sprechen nur von sich selbst. Sind Narzissten und Narzisstinnen überhaupt fähig zu einer Beziehung? Leichte narzisstische Züge sind sehr wohl beziehungsfähig. Und je schwerer psychopathischer der Narzisst ist, umso weniger beziehungsfähig ist er. Und das ist vermutlich auch das Kriterium, was entscheidend ist, um schweren pathologischen Narzissmus von leichteren zu unterscheiden. Auch in meiner Gesprächsgruppe haben alle zuerst gemeint, sie hätten die grosse Liebe gefunden. Wenn ich schon merke, jetzt fängt es an zu kippen. Du bist einfach in dieser Beziehung, in diesem Umfeld. Und du kommst dir vor wie ein Huhn im Hühnerhof, das immer über den Hagen ausfliegt. Und dann wird einfach immer mehr die Flügel gestutzt, bis du nicht mehr flugfähig bist. Also auch der Kollegenkreis eingegangen, alles zusammen. Und das ist natürlich so subtil und ist einfach immer mehr geworden. Man kann nicht sagen, ab dann ist es. Aber ihr sagt alle, ihr habt eine Narzisstin oder einen Narzisst in eurem Leben. Und was mich Wunder nimmt, ist, woher wisst ihr, dass es so ist? Also haben die Leute alle eine Diagnose, jetzt bei deinem Partner zum Beispiel? Nein, natürlich nicht. Das sind ja alle, er ist sicher richtig. Mhm. Aber aufgrund von Fachliteratur, aufgrund von, ich bin zu meinem Coach gegangen, mhm. Ich habe mich selbst therapieren lassen, ich bin auch krank geworden. Habe ich natürlich schon gemerkt, das sind eindeutige Muster und eindeutige Hinweise und Indizien, das Manipulieren und. Das muss in die Richtung gehen. Mhm. Wie sieht es bei dir aus, bei deiner Ex-Frau? Natürlich nicht, weil eben, Narzisst ist ja nie fehlbar. Und dem fehlt nichts. Und ist der einzige richtige Mensch. Von dem her wird man die nie zu einem Psychologen bringen, der dann die Diagnose ausstellt. Als Journalistin stellen wir natürlich die Frage, wie gut dass meine Leute überhaupt das einschätzen können. Sie können das wahrscheinlich jetzt schon sehr gut, weil sie sich sehr mit dem Thema beschäftigt haben. Und ich glaube, jeder, der mal ein oder zwei Bücher darüber gelesen hat, kann das ganz gut einschätzen. Wir alle haben Bilder von möglichen Narzissten im Kopf. Heutzutage wird das Attribut Narzisst oder Narzisstin auch schnell und gerne verteilt. Gerade charismatische, illustre und erfolgreiche Personen bekommen diese Ferndiagnose verpasst. Das Problem beim Narzissmus sehr grundsätzlich ist, dass es ein Kontinuum gibt, von einem normalen Narzissmus bis zu einem schwer psychopathischen Narzissmus. Heißt, jeder von uns hat narzisstische Züge. Einige davon sind auch positiv. Zum Beispiel Charisma, Ideenreichtum und Leistungsstärke. Aber wann kippt erträglicher Narzissmus in die Persönlichkeitsstörung? Es ist wie ein standardisiertes Interview. Da gibt es diese 9 Fragen, die werden durchgegangen. Und wenn 5 von diesen 9 Fragen positiv beantwortet werden, dann würde eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vorliegen. Das Ganze wird noch komplizierter, dass zusätzlich eine Funktionsbeeinträchtigung und ein Leidensdruck vorliegen muss. Folgende 9 Fragen entlarven die Anzeichen für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Erste Frage: Bist du grandios und so wichtig, dass deine überragenden Leistungen auf jeden Fall anerkannt werden sollten? Zweitens: Denkst du oft an grenzenlose Macht, Erfolg und Schönheit? Dritte Frage: Bist du so einzigartig, dass nur Menschen, die genauso besonders sind, dich verstehen können? Vierte Frage: Sollten die anderen dich maßlos bewundern? Oder fünftens, dich bevorzugt behandeln? Sechste Frage: Nutzt du andere aus, um deine eigenen Ziele zu erreichen? Siebte Frage: Erkennst du, was andere denken und fühlen? Oder interessiert es dich vielleicht gar nicht? Achte Frage: Bist du neidisch auf andere und denkst du, andere sind neidisch auf dich? Und neuntens: Bist du oft arrogant und überheblich und schaust auf andere herab? Wer jetzt 5-mal genickt hat, sollte vielleicht einmal mit einem Psychologen sprechen. Nicht immer zeigt sich die narzisstische Persönlichkeitsstörung auf dieselbe Art. Man unterscheidet 2 Typen von Narzissten. Der grandios maligne Typus verhält sich antisozial, kann aggressiv und paranoid sein.
Er ist von seiner eigenen Großartigkeit überzeugt, schreckt vor Rache nicht zurück, fühlt sich aber gleichzeitig wenig wertgeschätzt. Der vulnerable Typus ist geprägt von depressiven Stimmungen, Scham und Anspannung. Mit Kritik und Misserfolgen kann er nur schwer umgehen. Dieser Typus wird auch als verdeckter Narzissmus bezeichnet und betrifft mehr Frauen. Zu 50% wird die narzisstische Persönlichkeitsstörung genetisch vererbt. Hinzu kommen aber noch andere Faktoren. Was man weiß, ist, dass die Mehrheit der ursächlichen Faktoren doch in der Erziehung, im Umgang, im Aufwachsen, Traumatisierung liegen. Also in der Kindheit, in dem bestimmte Ereignisse passieren sind, Entwertungen zum Beispiel, Vernachlässigung. Ja, und ein anderer Aspekt neben diesem Vernachlässigen ist vermutlich eine Idealisierung, dass also Kinder schon sehr früh bewundert werden und weniger geliebt als Person, sondern mehr dafür, was sie leisten, was sie können. Und wenn zusätzlich dazu noch diese Vernachlässigung vorhanden ist, dann gehen wir davon aus, dass das eher narzisstische Entwicklung begünstigt. Haben auch Sie jemanden mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung im Umfeld und brauchen Hilfe? Zwei Psychiater und die Leiterin einer Selbsthilfegruppe helfen Ihnen bis heute Abend 23 Uhr, die Situation einzuschätzen. Ja, nicht nur Partnerinnen und Partner von Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung leiden, sondern auch Kinder von älteren Teilen, die Narzissten sind. Bei dir ist es ja auch der Fall. Wo hast du gemerkt, dass deine Mutter anders ist als, ich sage mal, normale Mütter? Ja, durch die typischen Eigenschaften von Narzissten. Alva ist 40 Jahre alt und hat eine narzisstische Mutter. Realisiert hat sie das erst vor ein paar Jahren. Ein verzerrtes Körperbild und eine starke Leistungsorientierung sind Folgen der mütterlichen Manipulationen. Durch sehr viel Abwertung. Würde sagen, vielleicht sogar auch Demütigung. Also es war nie gut genug, es war nie recht. Immer noch mehr, immer noch besser. Auch ein Mangel an Empathie. Also was mich jetzt, wo ich selber Kinder habe, sehr erschreckt, ist, wie man zu einem Kind immer noch gemein sein kann, wenn das Kind schon weint und in sich zusammenbricht. Gekoppelt damit, dass es ja nie eben ums Kind geht, sondern immer um diesen Elternteil, der im Mittelpunkt stehen will. Wo hast du das gespürt, wo du gemerkt hast, es reicht nicht? Also wo hat sie dich konkret unter Druck gesetzt? Überall musste man was Besonderes sein, durch besondere Leistung glänzen. Und bei mir war es auch stark das Körperbild. Bestimmte Figur haben, bestimmte Maße haben. Menschen, die jetzt nicht gängig attraktiv waren, wurden deswegen abgewertet. Hm. Hat das für dich Auswirkungen gehabt, auch auf körperlicher Ebene? Ja, ich hatte nie eine sehr extreme Essstörung, aber ich leide sicher auch heute noch phasenweise unter gestörtem Essverhalten. Du hast Kinder, die mit einem narzisstischen Vater aufwachsen. Was sind so Sachen, die du beobachtest? Es ist auch ein riesiger Loyalitätskonflikt, den die Kinder haben. Die realisieren sehr schnell, dass sie beim narzisstischen Elternteil nicht sich selber sein können. Sie müssen anpassen vor Angst, weil unberechenbare Reaktionen stattfinden können. Also merkst du einen Unterschied, wenn deine Kinder beim Ex-Partner waren und nachher zu dir kommen? Ja, es ist so ein bisschen eine emotionale Instabilität. Es sind auch körperliche Symptome, die sich gezeigt haben. Regelmäßiges Bauchweh oder regelmäßiges Kopfweh. Umso älter sie geworden sind, von Schulverweigerung bis hin zu nicht mehr auf dieser Welt sein. Das ist aber sehr schlimm. Ja. Ich kann sie nicht schützen, wenn sie beim narzisstischen Elternteil sind. Ich kann sie einfach stärken und ihnen ganz viel Liebe, Geborgenheit und Sicherheit mitgeben. Mhm. Und möglichst viel wiederholen, dass sie so, wie sie sind, genau richtig sind. Kennst du jemanden, der mindestens 5 von diesen 9 Punkten zutreffen, dann nimmt es uns Wunder, was für Erfahrungen du mit dieser Person gemacht hast. Schreib uns jetzt hier unten in die Kommentare rein, mit welchen narzisstischen Mustern du besonders Mühe hast.
Es kommt zwar selten, aber gleich auch vor, dass Narzissten beim Psychiater landen und dann mit einer Therapie probieren, ihr Verhalten zu ändern. Die krankhaftesten und bösartigsten Menschen auf diesem Planeten sind verdeckte Narzissten. Sie haben keine Moral und sie tun alles dafür, um das zu bekommen, was sie sich wünschen, auch wenn andere Menschen deswegen darunter leiden. Im Internet sieht man auch sehr viel auf Social Media, die Hobbytherapeuten, die sagen, ein Narzisst ist bla 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 bla. Und dann stimmt es nicht mal, was sie eigentlich sagen. Aber die Leute nehmen es auf. Aha, ja, doch, das auf TikTok gesehen, so ist es. Das finde ich einfach nicht richtig. Ich werde manchmal sogar ein bisschen verrückt. Aber deshalb hat sich der 29-Jährige auf ein Inserat von Puls, Narzisst gesucht, gemeldet. Cyril Kammer hat die Diagnose vulnerabler Narzisst. Und er will erzählen, wie er lernte, mit seinem Wesenszug umzugehen. Vor der Therapie behandelte er die Leute wie folgt. Also ich wollte damals ganz klar eben das, jemanden bloßstellen, dass der Typ hatte. Und auf meine Ziele geschaut und mir egal war, ob es dem anderen passt oder nicht, wenn ich das so wollte. Und ich als zielführend gesehen habe, es gemacht. Und hast du ein grosses Ich gehabt? Extrem, ja. Immer noch ein bisschen. Mit Krafttraining und Provokationen baute Cyril weiter an der Größe seines Ichs. Seine Kollegen zu dominieren, bedeutete für ihn damals Stärke. Ich sage, die Leute, meine Kollegen, gegeneinander aufgespielt. Das sagen wir Unruhestiftung. Ja. Und auch ein bisschen Schadenfreude, wenn jemand bloßstellen kann. Mit irgendeinem Streich oder mit einer Situation, wo dieser Person in diesem Moment mega unangenehm ist. Oder so, ja. Genau. Und das hat mir wie Bestätigung gegeben. Ich habe gesagt, ah, hast du gesehen, ja, können. Ja, die. Cyrils narzisstische Züge trieben ihn zum Größenwahn. Sein Ziel war, der jüngste Selfmade-Millionär der Schweiz zu werden. Er gründete die Firma Vedusa, baute CBD-Hanf an und verkaufte die Blüten im In- und Ausland. Der Handel florierte. Cyril nahm anfangs sehr viel Geld ein. Bis Corona kam, der Absatz einbrach und er all sein Investiertes wieder verlor. Noch heute lagert er 200 Kilogramm CBD-Cannabis-Blüten, für die er keinen angemessenen Preis bekam, im Keller. Der 29-Jährige glaubte, beruflich versagt zu haben. Es plagten ihn Versagensängste und Selbstmordgedanken. Das hat einen extremen Effekt gehabt. Das hat auch einen Grund gehabt, warum ich keine Lust mehr hatte, weiterzumachen. Weil ich nicht mehr der hier können sein, sondern jetzt bin ich der hier, oder? Und das ist Schwäche. Kein Platz. Cyril musste in die Klinik. Dann folgte die Diagnose seiner Therapeutin: vulnerabler Narzisst. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich kein Narzisst bin. Wirklich, was ich mir das gesagt habe, unter anderem. Bin ich baff gewesen. Und sie hat weiter geredet und ich habe gar nicht mehr zugelassen. Ich dachte, ich? Psychiater Marc Walter therapiert Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, wenn diese denn überhaupt den Weg zu ihm finden. Es gibt keinen Narzissten, der sagt, ich bin narzisstisch und komme in Therapie. Keinen einzigen. Die Narzissten, die zu Marc Walter kommen, leiden an einer Depression oder stecken in einer Lebenskrise. Erst während der Sitzungen bemerkt der Arzt die narzisstischen Züge. Die Arbeit mit diesen Patienten sei extrem diffizil, denn in einer Therapie werden auch Wundepunkte angesprochen. Weil die Narzissten kaum Kritik ertragen und ihr Selbstwert klein ist, brechen viele die Behandlung wieder ab. Im Grunde geht es darum, dass Personen einerseits in ihrem Selbstwert stabiler werden. Das gilt vor allen Dingen für die vulnerablen narzisstischen Personen, die ja sehr häufig in Therapie kommen, die sehr verunsichert sind. Und das andere ist, dass natürlich auch die Beziehungsqualität eine andere wird. Und die Beziehungsqualität wird dann besser, wenn ein Narzisst sich auch vorstellt, dass Bedürfnisse von anderen auch existieren. Dass man die Welt auch mit anderen Augen sehen kann. Und genau diesen Perspektivenwechsel hat Cyril Kammer gemacht. Erkenne er an sich narzisstisches Verhalten, versuche er es zu ändern. Das Wort Egoismus bin ich auch sehr stark am Bearbeiten, weil man ist einfach egoistisch in diesem Moment. Und wenn ich merke, ich muss jetzt zum Beispiel nicht von ich gegen ich reden, sondern von mir, 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 und zuerst fragen, wie geht es dir? Und hey, mir geht es gut, und wie geht es dir? Das ist doch so eine Kleinigkeit, oder? Und das ändert schon extrem viel an Stimmung.
Würdest du sagen, du bist heute glücklicher? Definitiv, ja. Ja, viel glücklicher, ja. Also durch Beziehung, die Qualität der Beziehung, die verbessert wird, wird das Leben zufriedener. Es wird reichhaltiger. Und sie werden dadurch auch erfolgreicher wieder. Erfolg ist für Cyril heute nicht mehr so wichtig. Er will kein Millionär mehr werden, sondern Musik machen. Diese halte ihn in der Balance. An sich und seinem Narzissmus zu arbeiten, kostete den 29-Jährigen viel Kraft. Es war anstrengend und vor allem habe ich mir immer vorgenommen, zu arbeiten. Ich habe immer mehr geschafft, aber ich war auch immer enttäuscht, wenn ich es eben manchmal nicht kontrollieren konnte oder nicht gecheckt, dass ich jetzt gerade in dem Moment falsch reagiere oder eben falsche Sachen sage. Aber dann immer wie mehr. Und heute bin ich clean. Menschen mit leichtem bis mittelschwerem Narzissmus können diesen mit viel Ausdauer therapieren. Bei grandiosen Narzissten aber ist die Erfolgsquote klein. Wenn jetzt jemand daheim zuschaut und denkt, ui, ich glaube, ich habe eine narzisstische Partnerin oder ich habe einen narzisstischen Partner daheim, was würdet ihr ihnen anraten? Was sollen sie jetzt machen? Ich würde in eine Selbsthilfegruppe gehen und im Internet mal recherchieren. Also zuerst mal so ein bisschen Infos holen. Ja. Peter? Ja, einfach Abstand ist die einzige Medizin gegen das. Angela, was ratest du deinen Leuten in der Selbsthilfegruppe? Die Leute hoffen sich, dass es besser wird oder dass es einen Umgang gibt. Aber den gibt es meistens oder nie eigentlich. Und ja, dass die Leute genesen können, braucht es wirklich den Abstand und den Kontaktabbruch. Mhm. Aber das kann langsam erfolgen, auch mit Hilfe. Wie siehst du das eben als Mami von Kindern, die mit einem narzisstischen Vater aufwachsen? Wenn gemeinsame Kinder im Spiel sind natürlich, dann braucht es noch einen Kontakt wegen dem Kind, aber den aufs Minimalste halten und am besten nur schriftlich auf einer sachlichen Ebene. Und therapeutische Begleitung, die sich unbedingt auskennt mit psychischer Manipulation. Wenn man merkt, dass eben ein älterer Teil narzisstisch ist, was würdest du ihnen anraten? Also da finde ich Kontaktabbruch schwierig. Man spricht aber auch vom teilweisen Kontaktabbruch. Also dass man beispielsweise, gerade wenn noch Enkelkinder im Spiel sind, dass man beispielsweise einfach diesen Enkelkindern den Kontakt zu der Großelternperson noch ermöglicht, aber selber als Tochter, als Sohn nicht mehr so direkt die Beziehung pflegt. Hast du es vielleicht mit einer Person mit narzisstischer Persönlichkeit zu tun? So könntest du mit der Situation umgehen. Test machen. Stell dir die 9 Testfragen, die wir in der Sendung vorgestellt haben, und beantworte sie für diese Person. Wenn du bei 5 Fragen nickst, könnte das auf eine narzisstische Störung hinweisen. Eine Diagnose ist das allerdings nicht. Grenzen setzen. Mach dir selbst klar, welches Verhalten der narzisstischen Person du tolerieren kannst und welches nicht, und zieh eine klare Grenze. Hilfe suchen. Wenn du merkst, dass die Person deine Grenzen immer wieder übertritt, dann zieh Konsequenzen. Such dir Hilfe bei einer Selbsthilfegruppe oder bei einem Psychiater. Ich muss sagen, dass ich schwer von meiner Gesprächsgruppe beeindruckt bin. Sie haben alle so schlimme Sachen erlebt. Sie versinken aber nicht im Leid, sondern sie sind ihre Situation angegangen. Chapeau. Wie narzisstisch ist unsere Gesellschaft? Mit dieser Frage befasst sich die Sternstunde Philosophie in dieser Folge. Klickt hier auf das Video und findet heraus, wieso der Narzissmus der Antrieb von unserer Konkurrenzgesellschaft sein soll. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder schaut.